Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Brawl. Jetzt sind wir beim Seeufer. Und wieder dabei ist auch Kaito. Oh, jetzt sind wir wieder hier mit Kirby und Zelda. Und wieder dem Arschgesicht Bowser. Kirby interessiert sich gar nicht für Zelda. Oh, wer war das denn? Das war der Schatten Bowser. Oh. Und jetzt versuchen die Bösen, die anderen gegeneinander aufzuhetzen. Doch Glück gehabt, da hat einer eingegriffen. Und wer ist es? Lass mich raten, Pit. Ja, genau. Oh, und? haben wir ihr Spielzeug zerstört? Ja. Jetzt müssen wir gegen sie ankommen. Oh, wieder ein Endgegner? Ja, ein Zwischenboss quasi. Also kein Endgegner, sondern nur ein Zwischen, ne? Ja. Marios Feuerbälle. Machen wir erstmal viel Schaden. Bleib doch mal stehen. Ja, diese Zelda, ne? Diese Schattenzelle. Da. Oh, die ist betäubt. Ja, hat ihre eigene Dekonuss geworfen. Ist sie dadurch betäubt. Ja, selber schuld. Wow, was war das für eine Nummer? Ja. Und nicht. Beim Münzsprung. Ist sie so schwer? Ach, verdammt. Ach, erwischt. Und ein. Bin ich dann auch, ist da auch vorbei, wenn ich jetzt hier tot gehe? Ich glaub schon. Weil wir ja hier kein weiteres Leben haben. Nein. Ich hoffe, du schaffst es noch. Komm, Mario. Lass mein Opfer nicht umsonst gewesen sein. Und ja. Geschafft. Das war aber auch ein harter Zwischenboss. Ja. Ganz schön hart im Nehmen. Doch leider interpretiert das Link falsch. Oh, der ist sauer. Ja, er kam zum falschen Moment. Jetzt müssen wir gegen die beiden kämpfen. Unter Freunden. Aber das wird jetzt. Aber das werden sie gleich einsehen. Nachdem wir ihn erstmal ordentlich eine verballert haben. Yoshi! Sind wir nicht Kumpels? Super Mario World und sowas sind wir doch eigentlich mal nur Kumpels. Aber nein. Ja. Ja, das war's. Beide besiegt. Das ging ein bisschen fixer als Zelda. Oh, Peach. Der Schweinehund hat sie gestohlen. Und jetzt steht auch noch die anderen beiden. Könnte ich hier sehen. Aber falsch gedacht. Kirby greift ein. Yoshi hat aber freien Link, ne? Ja.
Und Link sorgt dafür, dass DDD nicht mehr weiterkommt. Jetzt kämpfen die wenigstens alle zusammen. Okay. Wer bist du? Auf jeden Fall Pit. Mhm. Ja, ich kann sowieso nur einen wählen. So, Mario ist dann keiner, ne? Keine Ahnung, vielleicht als letztes. Ah nein, wir haben ja immer noch 4 Leben. Ach, diese Kopfwerfer nerven. Aber dafür sind sie wenigstens kopflos und stürzen irgendwo runter. Mhm. Jetzt kommt das eigentliche Level. So. Ich dachte schon, du bleibst unten. Nee, nee. Dafür habe ich hier die Teleportation drauf. Hahaha, Riesenpit. Ah, einsaugen kann ich sie nicht. Und ah. Oh nein, nicht schon wieder der Schnitzel. Ach ja, den ich überhaupt nie leiden kann. Oh. Mich hat's wieder einmal erwischt. Komm ich nochmal wieder oder war das jetzt für mich? Und ich hier als Link. Ach toll. Sag nicht, du bist schon mal tot gegangen. Ja. Dieser blöde Gewitterwolke da oben. Komm, das schaffst du. Ist einfach runtergeflogen. Ich weiß gar nicht, ob das zählt. Offensichtlich. Dann wäre auch ein bisschen unfair, wenn er jetzt mit voller Energie wieder auftauchen würde. Oh, Kugelbillis. Ja. Und die Plattform wird immer kleiner, auf der du stehst, ne? Mhm. Also Glück hast du bald wieder Boden unter den Füßen. Und weiter geht's. Oh, oh, oh. Ach so, das ist bestimmt diese Feuer, ne? Ach nee. Ich kann nicht diese Chili. Ne, ist irgendwo was zum Essen gewesen, um aufzuladen. Mhm. Vorsicht, da sind wieder diese Ja, diese Knutschdinger. Wer weiß schon, wo die überall gewesen sind. Lauf einfach weg. Jo. Vorsicht, Elektro. Das kannst du nicht besiegen, musst du drüber springen. Bildschirm geht immer weiter. Ja, da kommt wieder der dicke Mann mit dem Radiergummi. Den Rest des Bildschirms wegradiert. Vorsicht, wieder Knutschmund. Ah, nichts getroffen. So, und jetzt drüber springen über den Abschwund. Vorsicht, da kommt jetzt regelmäßig so. Und das bricht weg. Darfst du nicht so lange drauf stehen bleiben. Okay. Da auch. Geh einfach weiter. Das ist völlig uninteressant, die kleinen Viecher. Ich weiß. Ich will den sowieso nicht mehr folgen. Glück gehabt. Scheiß auf die Statue. Ja, komm da, du kommst durch. Da, und jetzt durch die Höhle da. Ja. Die Mine, prima. Dahin hat sich DDD also verzogen. Wie, ihr seid alle abgekackt? Hm, offensichtlich doch nicht. Ja, ich bin Yoshi. Oh, gerne mal. Ja, warum bin ich jetzt Peter vor allem? Mario macht jetzt mal mit statt Link. Ne? Okay. Alle was davon. Aber oh ja, die sind heftig. Ja, Scheiders. Die sehen schon sehr heftig aus. Aber das war nicht heftig. Immer noch besser als diese Flus. Hm?
Und oh, so, ist auf Wasser. Ich von der Plattform kaputt. Gehen weg. Tja. Ja, Vorteil, wenn man Flügel hat. Jo, das ist Vorteil. Aber ich habe halt vorsichtig. Einen Hechtsprung. Ah. Augen, Apfelstirn auch immer. Warte. Und weiter geht's. Oh. Ach, was ist denn? Ah, das sind auch hier Teile hier. Ah, so. Geschafft. Oh, ein Schlüssel. Wofür brauchen wir den? Wahrscheinlich für eine von den Türen. Oh, unten bist du hingegangen, okay. Wäre ich jetzt zwar ja, nicht, aber wir brauchen auch erstmal. Hätte ich nicht lieber den Weg gehen sollen? Scheiß auf Mitte, ne? Ja. Gibt's nichts zu holen, außer den Flammentod. Ja, und dann wahrscheinlich noch einen Schlüssel, ne? Ja. Ah ja, jetzt kommt wieder was zum Kämpfen. Jo. Das sieht man aber hier, ne? In so einem Raum mit diesem Teil. Mit den Stages in der Mitte. Ja. Was zum, warum ist das nicht? Warum hat's das Puh nicht erwischt? Du hast schon so viel Prozent wieder. Ja, weil ich ständig vor die Lava-Säulen gelatscht bin. Prozent. Ich bin ja nur ein 0%. Ja, du bist auch gerade gestorben. Ach, verdammt. Wie habe ich das denn gemacht? Du hast sich die Ecke rausgeschleudert. Ach, da ist Mario wieder. Gott sei Dank. Oh, zwei Statuen. Ja. Shadow und rein. Ja, ich versuch's gerade. Sauna geht. So. Noch eine dunkle Festung. Und da ist wieder das Schiff. So, Little Mac und Kritter. So, der Torwart, ja, wahrscheinlich vom. Von Super Mario Fußballer, Smash oder das heißt. Da. Nein. Nee, nicht Smash Ball, aus dem Fußballspiel ja. Von Mario. Smash Football. Ah, da ist offensichtlich der Auftraggeber von Bowser. Und wieder einmal seine treuen Goombas und. Oh, Ganondorf ist der Auftraggeber. Doch ist er wirklich der endgültige Gegner? Könnte man meinen. So, bis zum nächsten Mal. Jo. Ich hoffe, ihr schaltet auch diesem dann wieder ein. Also, dann. Tschüss. Tschüss.